In diesem Jahr soll alles anders sein. Kitschig mit Glitzerkugeln, Tannen und Geschenken. Wie Weihnachten halt sein sollte und viel zu selten war. Mit ihrem 3-jährigen Sohn lebt Maria hier in der Suchtklinik Bödiger Berg. Was erwartest du, was erhoffst du dir von den Weihnachten dieses Jahr? Dass es ein besseres wird als das, was wir in der Vergangenheit erlebt haben. Zumindest der Kleine. Das, ist jetzt das 4. Weihnachten für ihn. In der Vergangenheit noch keinen Weihnachtsbaum kennengelernt, keine Geschenke unterm Baum. Das Problem war mein Konsum, mein Drogenkonsum und damit einhergehend die Geldproblematik, die man dann an den Tag legt. Es war halt immer knapp bemessen und ja, deswegen gab es leider auch keine Geschenke, keinen Weihnachtsbaum. Ja. Seit September leben die beiden hier im Eltern-Kind-Haus. Maria ist seit vielen Jahren drogenabhängig. Sie hat noch eine 18-jährige Tochter. Ich kann mich an ein Weihnachten erinnern, wo wir komplett mittellos waren, ohne Essen, zu Hause saßen. Ich dann die Große zur Oma schicken musste, damit sie was zu essen hatte. Und also möchte man nicht wissen, nicht eigentlich wirklich. Annette Wenzel kennt viele solcher Geschichten. Sie arbeitet seit mehr als 20 Jahren in der Suchtklinik und weiß, mit Weihnachten haben ihre Patienten ganz besonders große Probleme. Also Weihnachten ist ja in unserer Gesellschaft das Fest der heilen Familie, des liebevollen Zusammenseins. Die ganze Familie kommt zusammen und unsere Patienten und Patientinnen haben genau das nicht erlebt, sondern es gab viel Stress in den Familien, Gewalterfahrungen, Suchterfahrungen. Also viele berichten, dass sie gerade zu Weihnachten oder zu Feiertagen, auch Silvester an ihren Geburtstagen, extrem viel konsumiert haben, noch mehr als in der Regel, um diese Gefühle der Traurigkeit nicht diesem Idealbild entsprechen zu können, zu verdrängen diesen Tag irgendwie rumzukriegen und auszuhalten. Heute sind die Geschenke gekommen. Jeder Bewohner bekommt eins von der Klinik. Bevor sie das eingeführt haben, ist es oft vorgekommen, dass Patienten ohne Geschenk unterm Baum saßen. Was es in diesem Jahr gibt, dürfen wir nicht verraten. Auch Mario wird Heiligabend hier in der Nähe von Kassel verbringen und weiter gegen seine Kokainsucht kämpfen. Die vergangenen 4 Weihnachtsfeste hat er im Gefängnis erlebt. Da ist noch viel weniger Lametta als hier. 7 Uhr wirst halt geweckt und bist halt in deiner Zelle. So, bis du halt dann deine Freistunde hast. Die Freistunde läuft dann halt eine Stunde im Hof rum. Dann hast du noch eine Stunde Aufschluss. Da sind die Zellen halt offen, kannst du da mit deinen Zellenkollegen und das war's. Fertig, 15 Uhr ist Zappenstreich, dann ist alles dicht. Der 32-Jährige lebt hier seit 4 Wochen zusammen mit 4 anderen Patienten. Er sagt, dass er vor allem Probleme mit der Weihnachtszeit hat, weil er dann immer so nachdenklich wird. Selbstvorwürfe, viele Selbstvorwürfe. Wie du es ja geschafft hast. Warum, weshalb, weswegen. Viele Selbstvorwürfe, ja, auf jeden Fall. So. Natürlich auch schöne Gedanken, die man hat. Ja. Aber meistens sind so. Ja, man ist halt wütend auf sich selber. Viele haben Angst vor dem Tag, weil sie nicht wissen, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen sollen oder ob sie das aushalten können. Das ist schon immer auch für die Kollegen sehr anstrengend, die Zeit, da alle mit ins Boot zu holen und alle gut emotional zu versorgen. Für das Weihnachtsessen ist Hauswirtschaftsmeisterin Beatrix Prafter zuständig. Dieses Jahr gibt es einen echten Klassiker, Fondue. Weil wir müssen ja auch bedenken, dass wir muslimische Patienten haben, dass sie da noch mal extra kriegen und Vegetarier und Veganer womöglich auch. Ne? Genau, dass wir alle im Grunde genommen dabei haben. Ja, das ist soweit ganz gut angekommen. Das ist auch eine gute Idee, weil man dann schön zusammensitzen kann und das Essen ein bisschen länger dauert und es gemütlicher ist. Ne? Mario und Maria hoffen, dass sie dieses Mal endlich ihre Sucht besiegen werden und nächstes Jahr ein Traumweihnachten feiern können. Mit der Familie sein und ein schönes Weihnachten, so wie bilderbuchmäßig, Schnee, Tannenbaum, so, es riecht nach Essen. Familie, meine Kinder, ein Bäumchen, Geschenke, einfach nur die Lieben zusammen haben und das zusammen genießen. Aber bis es soweit ist, müssen sie voraussichtlich noch 6 Monate hier bleiben.